Ik ben Pastor Henry Hildebrandt. Hier nog wat een paar dingen met Jut Matt Dolan. Dat eerste wil ik gleich aan te vangen met wat we zondag gewoon daar genoemd werden. God zij dankbaar. Nog waar hij gewoon de vrijheid gehad en de gelegenheid waar ons te verzamelen en te feilen dat God en onze maat weer als eeuwen alles. Nus als maar weer als dat. Dat thema wat we daar genoemd werden in Matthäus kapitel 16, waar hij zijn jinger vraagt: wat zijn de mensen? Wer zijn ik? Wie dat wertvoll, dat Jesus sich interessiert dafür, was seien Menschen, wer hei wir. En einer seht dat, en der andere seht noch, was das wird. En dann seht en, was sei je, wer sein ich. En Petrus ist der Fertendeid, Petrus wie ganz reid. En hei seht, du bist Jesus Christus, du bist der Sehn Gottes. Die Frau ist für uns nu von der ersten Tag, dat geht nicht an mir, oder dat geht nicht bloß an eine Gruppe Menschen, dat geht am ans Ola, dat geht am Jesus sin Körper. Hij sagt, wat seien Menschen? Wer sei wie? Wie können vielleicht so sein aus der allgemeine Christenheit? Wat seien Menschen von uns? Wer sei wie? En ik würde sagen, vielleicht postet hier Fanbi, wie es Sinn und zu Uwes, hat die CTV sich gerade gemerkt, nu wollen sie mal wat über Television wiesen von the Church of God. Nu wollen sie mal wat bekannt merken. Ich habe mich nicht einmal darüber abgeregt, weil ich wusste, dass vorher all, dass die irgendwie down da sind. Irgendwie werden die sein, mit was sie abkommen können, weil für die Christen ist das nichts, was verändert. Das kennen wir all für die letzten 6000 Jahre, dass immer war er frisch, prüft die Feind, sein Wort kann down, sein Wort kann sein, so dass uns niemals nicht fremd sein, und das gibt uns so kein Haus, gegen die Menschen, was er down. Wenn wir machen einfach, was Christus Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So, dann bringen sie alle Sorten ab, was das ist, was Jana gesagt hat, was Jana 28 Jahre drei gesagt hat, wo die 28 Jahre drei fällt, und so wieder. Aber ab was darauf ankommt, ist, wo sitzt du dort? Was für eine Vision hast du? Sitzt du klar? Was Jesus ist, sitzt du klar, wo Jesus sein Körper ist von der ersten Tag? Auf Englisch sagen wir, we are his body, wir sind sein Körper, wir sind der Tempel Gottes. Die Christen, die wahre Christen, das ist der Tempel Gottes. So, wo sitzt du dort? Was sitzt du da eben? Was hast du da eben zu sein? Dort in Wirklichkeit, wo das geht. Dann wollte ich Ihnen hier mitteilen, was mich sehr erfreut, dort bei 150 Kirchen haben sich auch gemalt, wo die Wahl in diesem Werk Verfall, Versammlung haben, so sich das gehört. Und das ist interessant, dass es nicht kriegt, so utkam, kriegt von der Nummer, seht ans Gouverneur hier von Ontario, seht er, weit ihr wort, nu ist es weiter, was du, wir machen weiter alles zu merken. Und das abfallend, dass das schier ab dem Dach nur stemmt, wo die Monaten drei auch sehen. Und aus den Monaten drei dort sehen, dort hat wem für euch leicht, der ich weiß nicht, mit Fleet wie er für euch leicht hat, allemal der Seiden krank, was im Februar wird das passieren, im März wird das passieren, dann im April, dann würden sie sagen, nu wie wir bei der dritten Wave, nu würden sie weiter mal ein Tau merken. Und ich dachte bei mir so, na, das wird wohl nicht sterben. Und wirklich, das Kämpfer war krank, du noch haben, nu ist es meist bei dem 1. April, nach ein paar Jahren wieder, so nu sagen sie, nu wollen sie weiter mal ein Tau merken, es endet later, war sehr bedenklich, wo das alle Taub Raum anzulassen. Das ist interessant, dass das nun kriegt, ob das Osterwerken eng traf. Aber ich glaube, die sollen bloß so tun, dass die, aber vielleicht haben sie gerade dort gehört, was der Präsident von Deutschland, dass sie früher so erarbeitet wurden, zu gehören, dass sie das hat wohl eben Osten alle Taub merken. Vielleicht sollen diese, und vielleicht posten diese auch nur ab, dass sie das nicht wollen, weil dann nun Rutsch zu Osten alles Taub merken, weil es, du hast einer, wo der Hecher steht, aus alle Königs auf dieser Erde. Du hast einer, wo der Hecher steht, aus uns Gouverneur, und dort ist Gott. Und Gott hat auch Pläne für das Wirken ein. Und Gott seine Pläne sind viel Hecher aus den Pläne, wo die Menschen auf dieser Erde haben. Und Gott sei Dank, wir als Christen, wir rechnen uns da nur, was sind Gott seine Pläne? Wir rechnen uns da nur, was sagt die Bibel? Was immer die Bibel sagt, das ist, was wir tun wollen. Und das ist, was wir tun wollen mit Gottes Help. Ich freue mich dazu, dass wir das können tun. Und ich freue mich, dass wir auch so eine Beispiel haben aus des Pastor dort in Edmonton, was so ein klaren Stand annommen und am Wort dieses Werk gefragt, was willst du tun, wenn du drei Kicken das, was willst du anders tun? Willst du das wahre Kraft der Teich tun? Er sagt, kein Zweifel, 100% wahre Kraft ist der Teich tun, wenn es sein muss.
En wir wundern uns zu Eva, wo sie kommen die Furzwarer, wo sie wollen die Furzwarer sein, die Trouble zu machen. En die sagen dazu an, dass von der ersten Tag die Christen, das für die Regierung das ganz Gefährlichste. Wir als Christen, die grünen sich vernünftig sei als für die Christen in Metterreich. Das stimmt doch so stark. Wenn die Ketten in Edmonton wie diesen Prediger, die leiten die andere Gefangene aus dem Gefängnis raus, kriegt ihr tatsächlich ein Gefängnis, wo die gefährlichen Menschen wären. Aber für die grünen die sich nicht. Aber diesen Prediger, den müssen sie im Gefängnis holen für 35 Jahre, dort wie ein sehr gefährlicher Mensch. Kriegt du und sei wie dort, dass die Christen sind für die Regierung das ganz Gefährlichste. Aber nicht für so eine Regierung, was Gottes für euch hat. Nicht für die Regierung, was Gott nur folgen will. Dann sind die Christen für die besten Menschen. Aber die Christen sind auch niemals nicht die Mehrheit gewesen. Und die wollen wahrscheinlich auch niemals die Mehrheit sein. So wie man uns durch breit mit Menschen wollen alle Sorten abmerken. In der Reden, was so sei er durch, ob sollen doch mal checken und seid doch mal, was das für Menschen sind. Wir können ganz geloten sein. Lot er ab Englisch down, lot er ab Television down, lot er über Saaten und Plautdietsch nennen, dort wird immer je will, sag, was immer je sein will. Mit Gottes Help, aus Christen wie gehen voran, ohne Furcht, weiten dort, Gott ist mit uns, wir können durchgehen, wir können uns ab Anfluten, wir weiten dort, was uns durchbringt. Möcht Gott uns helfen, ich wünsche Ihnen Gottes Segen.